Guten Abend miteinander. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ganz herzlichen Dank an die, die das organisiert haben, die so spontan umgestellt haben. Ich kann nur sagen, merci, wenn es überall so wäre, dass ich einfach dürfte kommen, um meine Sachen zu erzählen und alles wäre organisiert, dann wäre die politische Welt für mich besser. Merci. Und ich erzähle Ihnen auch gerade, warum ich so knapp gekommen bin. Ich komme gerade von der SVP, also von der Schweizerischen Volkspartei, wo wir auch über das Problem geredet haben, Problem in Anführungszeichen, über die Gold-Initiative. Leider Gottes haben wir bei der SVP Schweiz im sogenannten Zentralvorstand 35-34 verloren, wo wir ausgezählt haben. Und es ist phänomenal, je elitärer Zuhörerschaft, desto sicherer gibt es ein Nein. Das ist ganz einfach. Ich zitiere den Kanton Bern, respektive Schilder vom Kanton Bern, SVP. Da ist 22-4, glaube ich, oder 22-3. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie viele Hände auf sind, ist bei der, in Anführungszeichen, Führungsetage von der SVP Bern, haben sie Nein gesagt. Was nachher vor die gesamte Delegation gegangen ist, also vor etwa 400, ist es ungefähr 220-170 Ja gewesen. Und das ist ganz extrem, was ich spüre. Wenn ich in irgendeinem politischen Gremium rede, sagen die Beteiligten, nein, von dem will ich nichts wissen. Je breiter die Zuschauerschaft, je mehr es die einfache Bevölkerung ist, desto sicherer gibt es ein Ja. Erstaunlich, aber so ist es. Warum? Warum lasse ich offen? Das können, obwohl ich Politiker bin und die Leute kenne, ich kann es letztlich nicht sagen. Warum stimmt die politische Elite nein? Ich sage es extra so kompliziert. Ist es, weil sie sich schon festgelegt haben? Oder ist es, weil sie politisch unter Druck sind und von außen bearbeitet werden? Sachen schon festgelegt. Zum Beispiel bei der SVP von der Kanton Waadtland war ganz auffallend. Die Parlamentsmitglieder, der eine hat enthalten, der andere hat dagegen gestimmt. Alle anderen Hände sind im Jo rauf. Im Kanton Zürich SVP, ist es ein bisschen gefährlich, wenn ich von Ihnen oder die Insider Informationen von der SVP gebe, aber das war ganz klar, die SVP Zürich hat den eigenen Regierungsrat, der beim Nationalbankaufsichtsgremium ist. Dort ist relativ klar, warum er es Nein empfohlen hat. Aber bei vielen ist es nicht so klar. Ich glaube es zu wissen, weil ich seit 1995 die ganze Sache begleite, die ich Ihnen jetzt heute zusammenfasse. Ich habe natürlich gesehen, wer wenn was geschrieben hat. Die ganze Sache, Sie werden das nachher hören, ist ja eigentlich seit 1997 auf dem Tisch. Und ich habe gesehen, wer 1997, 2000, 2002, 2006, ich habe gesehen, wer was publiziert hat. Und ich begriff ja die, die damals geschrieben haben, das Gold ist ein alter Zopf, weg mit dem Geschlüder. Dass die sich jetzt nicht an der Front einsetzen und sagen, man müsse ja stimmen, das verstand ich. Aber es ist eine Erklärung oder eine mögliche Erklärung, warum die politische, in Anführungszeichen, Elite Nein sagt. Oder sie sind unter Druck. Oder sie sind unter Druck. Tatsache ist, dass noch 1995, also ich habe das Glück gehabt, im 1991 nach Bern gewählt zu werden. Und habe im 1995 schon miterlebt. Tatsache ist, dass 1995 von einem Verkauf vom Gold nicht die Rede war. Ich mache schnell einen Seitenschritt und tue zuerst als Pflöcke einschlagen, die Initiative, die sogenannte Goldinitiative oder die Initiative Rettet unser Schweizer Gold, oder wie Sie es sagen wollen, die verlangt ja drei Sachen. Sie verlangt, die Nationalbank darf nicht mehr weiterverkaufen. Oder muss aufhören verkaufen oder darf nicht mehr verkaufen. Der zweite Punkt ist,
haltet doch die Goldreserven von der Schweizerischen Nationalbank in der Schweiz. Und die dritte Forderung ist, 20% von den Aktiven von der Nationalbank müssen in Gold gehalten werden. Der erste Punkt, verkauft nicht oder verkauft nicht mehr. Das habe ich ja miterlebt. Sie werden dann wahrscheinlich so eine Zeitung von uns zugestellt bekommen. Hoffentlich geht es in möglichst viel Haushalt. Ich weiss noch nicht genau, ob die Stadt Zürich auch geht und so weiter, wenn wir die Finanzen zusammenbringen. Aber das ist eigentlich verrückt, was ich Ihnen jetzt gerade vorlese. 19. Juni 1995. Um es ganz offen zu sagen, das ist der Nationalbankdirektor damals, die Schweizerische Nationalbank beabsichtigt in keinster Weise, nicht nur in keiner Weise, sondern in keinster Weise, ihre Goldreserven zu verkaufen. Für tausende von Jahren stand Gold für Wohlstand und Status, für Vertrauen und Verlässlichkeit. Die Loyalität der Nationalbank gegenüber Gold stärkt ohne Zweifel ihren Ruf und ihre Glaubwürdigkeit. Das ist schon verrückt. Man wird es in keinster Weise verkaufen. Und es ist eine Frage von der Glaubwürdigkeit, dass man es heben. Es hat während tausenden von Jahren bewiesen, das Gold ist wichtig, das ist für den Ruf und für die Glaubwürdigkeit von einer Nationalbank zentral. Ist es schon verrückt, dass sie das geschrieben haben und dass sich das nachher entwickelt hat, was ich Ihnen jetzt zusammenfasse. Ich war im Parlament, in der sogenannten Rechtskommission. Jetzt bin ich beim 29. August 1995. Dort ist plötzlich durch die Schweiz durchgegangen. Unsere Vorfahren, respektive die ältere Generation, haben sich während der Kriegszeit himmeltraurig verhalten. Darum müssen die Schweiz Milliarden als Entschädigungen zahlen. Allein das wäre ja ein abendfüllendes Thema. Und ich sage auch mal den älteren Semester, die noch wissen, was der Krieg bedeutet hat, denen sage ich auch mal, stell dir vor, 50 Millionen Tote. Millionen zu Tod gequält. Vermögenswert kaputt, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Alles flachgelegen. Und mehr als 50 Jahre später kommt jemand und sagt, ja, jetzt hat es noch nicht mehr ein paar Franken versteckt. Da müssen Milliarden zahlen. In den USA eine Klage eingereicht in der Höhe von 20 Milliarden, nachher von 100 Milliarden auch gegen die Nationalbank. Milliarden sind gefordert worden. Und plötzlich ist das Thema auf dem Tisch gewesen. Jawohl, wir haben überschüssige Goldreserven. Wir sollen 7 Milliarden verkaufen. Es ist der 5. März 1997. Da bin ich im Parlament gesessen. Der damalige zuständige Bundesrat ist ans Mikrofon und hat gesagt, 7 Milliarden überschüssiges Gold, weg mit dem Zeug. Wir machen eine sogenannte Solidaritätsstiftung. Eigentlich ist ja sensationell schon nur der Punkt, dass die schweizerische Bevölkerung gesagt hat, nein zur Solidaritätsstiftung. Trotzdem haben sie verkauft. Ab dem 2. Mai 2000 dann, pro Tag eine Tonne. Ich will sie nicht mit Zahlen langweilen, aber wir haben 2590 Tonnen in der Schweiz an Goldreserven gehabt. 2590. Ab dem 2. Mai 2000 pro Tag eine Tonne weg. Mehr als 4 Jahre lang 1300 Tonnen weg. Im Moment, wo die 1300 Tonnen weg waren, sind, haben sie nächste Aktion beschlossen. Nächste 250 Tonnen weg. Ich rede vom 27. September 2004. Ab dem Datum 4 Jahre lang sind sie verkauft worden. Weitere 250 Tonnen bis am 26. September 2008. Also zuerst 1300 Tonnen weg, dann 250 Tonnen, bis wir noch 1040 hatten. Das ist der jetzige Bestand. Während dieser Phase haben wir gesagt, ganz eine kleine Gruppe, das ist ja nicht normal, wir sollen einfach Unterschriften sammeln, wir müssen die Verkäufe stoppen. Das ist eigentlich der eine Punkt, der in der Volksinitiative ist.
Der zweite Punkt drin ist, in der Schweiz halten. Und da Hand aufs Herz, wer würde denn das Vermögen oder das, was er hat, im Ausland lagern? Wer denn um Himmels Gottes Willen? Also, ich höre einmal aus den und den Gründen im Ausland und dann höre ich, ja, jetzt nicht mehr in den USA. Auch ein leider Punkt, dass wir haben müssen 105.000 Unterschriften sammeln. Das ist nicht so einfach, zigtausend Unterschriften zu sammeln. Wo wir 105 eingereicht haben, in dem Moment hat die Nationalbank angefangen zu erzählen, wo das Gold sei. Ob es denn dort ist, ist eine andere Frage. Aber sie haben wenigstens gesagt, wo es ist. Und sie haben gesagt, macht euch keine Sorgen, 70% sind in der Schweiz, 20% sind in Großbritannien, 10% sind in Kanada und haben etwa 7-mal unterstrichen, es ist nichts in den Vereinigten Staaten. Ja, das mag so sein, das mag so sein. Aber vielleicht sind ja die 1300 Tonnen und die 250 Tonnen, vielleicht sind ja die in den USA gewesen. Und vielleicht ist es ja von Anfang an so gewesen, dass es geheissen hat, die bekommen das Gold todsicher nie mehr zurück, dann können sie gefälligst für die und die Summe verkaufen. Wenn Sie einmal den Preis anschauen, es ist zum Himmel traurigsten Preis, den es je gegeben hat beim Gold, verkauft worden. Das Gold geht ja ziemlich auf und ab, aber sie haben es dann verkauft und wenn sie es 2 Jahre später noch gehabt hätten, hat es 75.000 Millionen Franken mehr. Respektive 75 Milliarden Franken mehr oder mehr gehabt. Je nachdem, wie sie es berechnen. Wenn der Goldpreis schwankt, ist ja eh pervers. Entschuldigung, wenn ich das Wort brauche. Aber es ist ja eh pervers, von Gewinn zu reden, wenn sie dort Tonnen stehen haben. Und dann kommen sie und sagen, ja, jetzt haben wir einen super Gewinn gemacht, vielleicht das letzte Jahr. Und dann verteilen sie den Gewinn den Kantonen und das Jahr darauf haben sie wieder einen gewaltigen Verlust. Und dann sagen, Opsla, ist ja eh eigenartig, die Auszahlpraxis, die die Nationalbank entwickelt hat. Aber wie dem auch sei, sie sagen jetzt wenigstens, wir haben nur in Anführungszeichen 300 Tonnen im Ausland. Wie ich gesagt habe, 20%, 10%, 200 Tonnen in Großbritannien, 100 Tonnen in Kanada, der Rest sich daheim. Ob es stimmt, ist dann eine andere Frage. Weil die Nationalbanken, auch die ausländischen, haben ja nie eine externe Kontrolle, wo irgendwie jemand schaut, wo sind die Tonnen und wem gehören sie. Also abgesehen davon, wenn sie in Amerika jemanden hätten, wenn der Deutsche kommt schaut, können sie dem Goldbarren zeigen und sagen, das ist deutsche Gold. Und wenn dann der Schweizer kommt, sagen sie, die gleichen Goldbarren sind schweizerische Gold. Sie wissen es ja eh nicht. Sie wissen es ja eh nicht. Aber schauen Sie mal, wenn Sie ein bisschen Computer vertraut sind, gehen Sie bitte mal auf YouTube. Wo ist das deutsche Gold? Ich weiß nicht, haben Sie, ja, jetzt, wo ich reingekommen bin, haben Sie gerade eins von den Dingen gezeigt. Es gibt auf YouTube solche Videos, wo ist das deutsche Gold? Und ich will jetzt nicht über das deutsche Gold reden und fragen, das ist nachher die anderen, die Veranstalter, die zuständig sind, ob Fragen zugelassen sind. Aber allein wenn Sie das anschauen, staunen Sie ja. Natürlich, ich habe mir dann auch, als ich dann das Büchlein geschrieben habe, wo wir haben versammeln, habe ich mich auch mit dem ganzen Thema vertraut gemacht und ich habe dann auch müssen lernen, die Deutschen haben 3700 Tonnen, wenigstens auf dem Papier. Jetzt haben sie ausgehandelt, dass pro Jahr 37 Tonnen heimkommen, über 8 Jahre hinweg. Und allein das erste Jahr klappt überhaupt nicht. Sie bekommen nichts. Das heisst, sie haben mickrige 5 Tonnen bekommen aus den USA am Schluss und verdächtigerweise sind die offenbar umgeschmolzen worden. Also, dass ich natürlich die Deutschen begriff, dass die sagen, ja, gibt's unser Gold überhaupt noch? Und was sind jetzt das für Tonnen, die sie uns geliefert haben? Oder haben sie jetzt erst aus dem Boden müssen rausfördern? Oder weiss ich was? Aber offenbar haben ja nicht einmal die Deutschen grün Licht, um das Gold zu bekommen, selbst im tiefsten Frieden. Ich will alle Seiten, auch das, jedes einzelne Thema, das ich anspreche, wäre ja abendfüllend. Offenbar hat der De Gaulle ein Kriegsschiff schicken müssen.
Ende 60er Jahre, bis er das Gold zurückbekommen hat. Das sind ja verrückte Geschichten, wenn man das Zeug liest. Aber auf jeden Fall, der zweite Punkt, tun Sie doch bitte unterstützen, dass man das schweizerische Gold in der Schweiz behaltet. Wer glaubt denn im Ernst, dass wenn es wirklich eine Krise gibt, wenn es wirklich einmal wieder einen Krieg gibt oder die Währungen brechen zusammen, haben Sie denn das Gefühl, wir brechen das Gold zurück? Und da mache ich nochmal eine Seitenbemerkung über den ersten Punkt. Nicht mehr verkaufen. Selbstverständlich ist das so gemeint, wenn wir das so geschrieben haben in der Bundesverfassung, dass man nicht verkaufen darf gegen den Willen von der schweizerischen Bevölkerung. Selbstverständlich, wenn man einmal in eine Situation käme, wo es wieder klar würde, man bekommt überhaupt keine Rohstoffe, überhaupt nicht mehr aus dem Ausland geliefert, wenn man nicht in Gold zahlt. Selbstverständlich kann die Schweizer Bevölkerung entscheiden, hoppla, wir tun jetzt den Kurs wieder wechseln, jetzt darf das Gold für das freigegeben werden. Das ist so selbstverständlich, das muss nicht einmal in der Verfassung hineinstehen. Es ist ja auch so, wenn ich das Thema, jawohl, gern, noch kürze ich ab, wenn ich das Thema mit Spezialisten bespreche, die sagen, selbstverständlich haben die Initianten recht. Ich will jetzt nicht andere Leute zitieren und in die Pfanne hauen, aber ich lese das gleich, weil es gab vorgestern zu oben das Buch gelesen, es ist vom Ökonom Borner. Man stelle sich einen geistig gesunden Präsidenten einer Notenbank vor, der zu viel Goldreserven im Keller zu haben glaubt und den ausgabefreudigen und von den USA verängstigten Politikern den Teilverkauf des angeblich überschüssigen Edelmetalls vorschlägt. Unvorstellbar, aber leider wahr. Ich kürze den dritten Punkt ab. Ich habe gesehen, was Sie auf die Uhr gezeigt haben. Auch der letzte Punkt, 20%, warum nicht? Warum nicht? Wenn Sie ja sagen zu unserer Initiative, Sie tun die Handlungsfähigkeit von der Nationalbank, tun Sie nicht einschränken. Die Nationalbank kann bildlich gesprochen immer noch von morgen früh bis zu oben spät an der Gelddruckmaschine sitzen und sie können Geld drucken, bis es schwindelig wird, bis uns schwindelig wird. Sie sind von 100 Milliarden oder unter 100 Milliarden sind sie auf 500 Milliarden schweizerische Franken, die das Euro damit gekauft haben und so weiter, sind sie auf. Ich bringe einmal ein Beispiel. Ich bin noch keine 2 Milliarden Sekunden alt. Also ich kann mir ja eigentlich die Zahl 2 Milliarden schon nicht mehr vorstellen. Und wenn die Nationalbank schnell von 100 auf 400 Milliarden, auf 500 Milliarden um 400 Milliarden draufspringt, sollen sie es machen. Sollen sie es machen. Ich bin nicht dazu, um Nationalbankpolitik zu kritisieren. Aber wenn sie es machen, was spricht denn dagegen, dass sie wenigstens einen kleinen Teil, nämlich 20%, in Gold anlegen. Merci vielmals, dass ich hier reden durfte. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Stamm.